Guten Morgen. Heute ist der 21. Dezember und ich bin aufgewacht mit dem Vlog von Anon. Und es war so witzig, weil, eigentlich so bescheuert, ne? Ich habe mich wahnsinnig gefreut, euch zu sehen. Und als ihr auf dem Weihnachtsmarkt wart und Xenia kam dazu und Xenia winkt, stand ich hier genau so und das Handy stand da. Ich so, hallo. Ja, also ich habe mich sehr gefreut, macht das weiter. Und ja, dir geht der Pickel auf den Senkel, hatte ich ja auch ganz lang. Wo war denn der? Hier, man sieht die kleinen Reste noch. Mir gehen diese Eyebags auf die Nerven. Ich krieg die seit einem halben Jahr nicht weg. Ja, also ich schneide jetzt den Vlog für euch, den Vlog für euch. Es wird so sein, dass ich nur noch alle 2 Tage hochlade, weil manchmal kriege ich es einfach nicht hin. Ja, und am... Das haben wir gestern Dienstag, am Montag. Am Montag war der so kurz. Also wenn ich da auf 3 Minuten komme, ist das echt viel. Da wusste ich, ich brauche nichts hochladen. Also 3 Minuten lohnen nicht. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann mache ich Montag und Dienstag. Und ich bleibe jetzt dabei. Ich glaube, mir geht es besser, wenn ich alle 2 Tage zusammenpacke und hochlade. Weißt du denn, ich habe so voll Bock, weißt du. Aber kann ich mir nicht vorstellen, weil morgen habe ich schon wieder ein Vorstellungsgespräch und bin wieder unterwegs. Und dann kriege ich es wieder irgendwie vielleicht nicht hin, weil ich nicht weiß, was danach noch läuft. So, dann machen wir uns mal fertig und ich brauche einen Kaffee. Ach, man denkt immer, es ist so hell und dann ist es gar nicht hell. Aber guck mal, da hinten ist ein Weihnachtsbaum. Ich habe jetzt das Video geschnitten. Es speichert gerade, damit ich es gleich hochladen kann. Ich habe meinen Kaffee getrunken. Die kriege ich trotzdem nicht weg. Egal. Müssen wir einfach mit leben. Ne? Vielleicht ist es auch echt einfach nur die Kombination Alter und Schilddrüse. Ich weiß es nicht. Ja... Ich mache mir jetzt Frühstück und ich zeige euch diesen Scone, den ich gemacht habe und eine Zimtschnecke, weil das ist wirklich gut geworden. Bei den Zimtschnecken habe ich mir überlegt, dass ich es anders rollen werde, dann wird es noch geiler. Aber das ist das Rezept, was ich jetzt wirklich machen werde. Es funktioniert und ich bin dankbar dafür und lasst uns frühstücken. Also Video ist online und ich hänge jetzt hier gerade rum. Ich habe versucht aufzuräumen. Nein, ich habe aufgeräumt. So, ich habe aufgeräumt und dabei mal wieder festgestellt, dass ich was verloren habe. Also die Weihnachtspost ist immer noch nicht aufgetaucht. Ich kann es nicht fassen, weil ich sie eigentlich, dachte ich, in der Handtasche in meinem Terminplaner hatte. Sie ist aber nicht im Terminplaner und ich bin felsenfest davon überzeugt, es noch nicht weggeschickt zu haben. Ich habe die Post nicht rausgeschickt, wo sind meine Briefe hin. Oh, und außerdem habe ich ein Weihnachtsgeschenk verbummelt. Das war so klar. Und das finde ich auch nirgendwo. Das war so offensichtlich in den Videos zu sehen, wenn man wusste, was es ist. Und dann dachte ich mir, das muss ich rausnehmen und ich lege es woanders hin, damit man es nicht mehr sieht. Und ich dachte, ich habe es hier im Wohnzimmer in einen der vielen Schränke und Schubladendinger gepackt. Nein, habe ich nicht. Ich habe so keine Ahnung, wo es ist. Ich hoffe, ich finde es noch, bis ihr kommt. Echt. Sowas nervt doch. Wieso verliere ich immer alles oder räume es so unauffindbar weg? Also ich habe echt keine Ahnung. Knapp 4 Stunden später und es ist stockenduster draußen. So ist das Leben, gell? Irgendwas wollte ich erzählen. Oh, genau. Bei einem der YouTube-Videos, die ich heute geschaut habe, gab es eine Vorschau von dem Kinofilm Abgang mit Stil. Den muss ich sehen. So witzig. Ich liebe Morgan Freeman. Und das wird witzig. Also wenn der kommt, bitte nicht im Januar, da will ich ja kein Geld ausgeben. Den will ich sehen. In der Hoffnung, dass er auch hier im Kino kommt, weil... Mit 3 Sälen ist da nicht so viel zu holen, ne? Aber wenn ihr irgendwie da mal hinkommt, seht euch mal den Trailer an. Der ist so witzig. Also wirklich, wirklich, der ist wirklich gut. Man kann so gar nicht erkennen, wo ich gerade drauf gelegen habe, auf welcher Seite. Ganz weiß, ganz rot. Es ist jetzt, wie spät ist es denn? 5:30 oder so? Ich muss gerade mal gucken, bevor ich was Falsches sage.
Viertel nach fünf. Viertel nach fünf. Und mich hat gerade eine von dem Vorstellungsgespräch von gestern angerufen und hat mich eingeladen zum nächsten Vorstellungsgespräch am Freitag, den 13. Januar um 10:30 Uhr. Wie gut, dass ich das jetzt sage, weil dann brauche ich es mir nicht aufschreiben, dann kann ich es mir aber nochmal angucken. Aber sie schickt nochmal per E-Mail. Sie waren wohl sehr angetan von mir und das finde ich sehr gut, weil mir hat es auch gefallen und ich kann mir eigentlich vorstellen, dass die beiden, die da so Bereichsleitungen sind, dass ich mit denen gut zusammenarbeiten könnte. Ja, auf jeden Fall hätte ich nicht damit gerechnet, vor Weihnachten eine Antwort zu kriegen. Und ja, wir freuen uns und drücken mir jetzt einfach mal die Daumen. Also bis zum 13. Januar muss ich warten. Jetzt habe ich morgen früh noch ein anderes Vorstellungsgespräch. Ich habe beschlossen, ich gehe hin. Eigentlich wollte ich nicht, aber ich gehe einfach hin, weil die haben es wegen mir jetzt verschoben, weil ich ja so krank war hier am 1. Dezember. Genau. Und das wäre unfair, das jetzt extra abzusagen, wenn die da alle frühs antanzen. Also ich gehe da hin und ich wusste ja vorher, ich will da gar nicht mehr hin. Warum habe ich mich eigentlich beworben? Also manchmal bin ich auch ein bisschen undurchschaubar. Ach, schon wieder dunkel. Ich gucke gerade Galileo, da ist so eine Foodbloggerin, die so Hammer, da oben hängt ein Haar, die so Hammerkekse verziert. Ich habe Hermine sauber gemacht. Und da hört sie schon hin. Kann man sie sehen? Die muss gerade mal anfangen, sich ihren ganzen Vorrat wieder anzusammeln, weil ich habe ihr Hamsternest zerstört. Es ist nichts mehr da und dann ist sie immer so super traurig und nimmt auch von mir nichts mehr an. Dann will sie immer nichts mehr haben. Gell, Hermine? Bist ein bisschen angepipit. Ja. Ja. Beschwerst dich, ne? Du hast mir alles weggenommen, du dumme Kuh. Sorry. So, das sind die Ausbeute. Ja, so ist das, ne? Das ist die Maschine Weihnachtsbaum. Ja, das war's für heute. Wirklich, falls ich das schon mal gesagt habe, jetzt endgültig. Ich muss morgen um 8 schon losfahren. Naja, Viertel nach 8. Zum Vorstellungsgespräch. Mein Glück ist, das ist direkt neben Ikea. Das heißt, ich kann einfach nochmal durchgehen und einfach nur Ikea gucken, weil am Montag war ich da mit einer Familie, mit einem kleinen Kind. Da passt das immer nicht so gut. Da ist man so durchgehetzt, weil man hatte was vor. Und das Gute ist, ich lasse meine Sparkassenkarte zu Hause. Das heißt, ich kann dort auf keinen Fall Geld ausgeben und ich habe irgendwie nur 3 € dabei. Also kann ich nichts kaufen. Aber ich habe einfach Lust, mir wirklich nochmal so die Küchen anzugucken und die Esszimmer, wie die eingerichtet sind, weil das mag ich dort immer ganz gern. Ja, guck mal, wie schön immer das mit dem Licht, ne? Gut, das war's für heute und wir sehen uns dann morgen. Ciao! Guten Morgen, es ist der 22. Dezember. Heute ist Donnerstag. In 2 Tagen ist Heiligabend. Freitag, Samstag, genau. Ich bin auch ein bisschen müde. Es ist irgendwie erst ganz kurz nach 7. Ich war schon lange nicht mehr so früh so fertig. Also so fertig. Ja, meistens liege ich um die Zeit noch im Bett. Noch kann ich das ja. Und ja, wir müssen gleich los, weil wir ja ein Vorstellungsgespräch um 9 in Frankfurt haben. Und ja. Deswegen bin ich halt schon auf, ne? Dann und bis später. But first, let me have a coffee. Don't let me take a selfie. Let me have a coffee. Weil den brauche ich ganz dringend. So, hier ist meine schicke Kanne und check. Jetzt müssen wir warten. Bisschen dunkel, müssen wir durch. Ich bin jetzt angekommen und ich habe gerade gemerkt, ich bin die ganze Zeit mit Standlicht gefahren. Wie blöd ist das denn? Ich habe noch 20 Minuten Zeit, deswegen lese ich jetzt noch eine Runde. Und dann sage ich euch nachher, wie es gelaufen ist. Und wir fahren bei Ikea vorbei, so wie ich es überlegt hatte. Und hier fahren ganz viele vorbei und gucken mich blöd an. Tschüss! Bad Homburg, was will man da erwarten? Okay, das Gespräch war durch. Das ging ganz schnell, nur eine halbe Stunde, so wie ich das kenne. Und ja, mal sehen. Grundsätzlich könnte das langfristig ein toller Arbeitgeber sein, aber ich bin mir gerade unsicher, weil das erste Jahr wäre ich wieder sozusagen nur im Gruppendienst und würde auch nur so bezahlt werden. Und dann klang das für mich nicht so, als würde man dann tatsächlich auch die Leitungsstelle kriegen, sondern als würden die dann nochmal überlegen. Und das finde ich so, das weiß ich noch nicht so genau. Also hoffen wir mal eher auf das in Offenbach. Aber falls die mich hier doch zum Hospitieren einladen, gehen wir hin natürlich. Besser ein Job als kein Job, ne?
ich habe mir eine Zimtschnecke gekauft, weil ich finde die von IKEA immer noch am geilsten. Und sonst habe ich kein Geld ausgegeben. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Was haben wir heute? Donnerstag. Ich kaufe jetzt noch so die frischen Sachen, die wir brauchen fürs Wochenende. Und dann sehen wir uns dann ja schon am Sonntag, ne? Aber dann fahren wir jetzt erstmal los. So, ich bin wieder zu Hause. Und ist jetzt 12:30 oder so. Und ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen, dass ich beschlossen habe, mich jetzt einmal kurz hinzulegen. Ich habe auch so schlimme Kopfschmerzen gerade durch den schlechten Schlaf. Also machen wir einen kurzen Mittagsschlaf. Und dann will ich eine Kürbissuppe kochen. Ich habe noch Kürbis da. Und dann, ja, bis später. Ich sehe ja so gar nicht aus, als käme ich gerade aus dem Bett. Komm ich. Ich bin auch ganz knitterig jetzt. Ja, ich habe eine Stunde geschlafen. Das hat mir auch ganz gut getan. Und so sehe ich auch aus. Und in 1,5 Stunden gehen wir schon wieder weiter. Ich habe noch Kleingruppe heute Abend. Ich habe extra noch was Süßes gekauft, weil irgendwie gerade jeder was mitbringt, weil es vor Weihnachten ist. Dann war ich froh, dass ich das heute doch noch geschafft habe. Guck mal, wer da oben sitzt. Hallo, sag mal, hallo, Topper. Der war gerade ein bisschen faul in letzter Zeit. Aber man weiß ja nie, ne? Genau. Eigentlich muss ich heute noch dringend den Abwasch machen, dann ist alles getan in meiner Wohnung. Na, der Küchentisch mal aufgeräumt, das wird auch helfen. Egal jetzt, ich gehe mal ins Wohnzimmer. Guck mal, was so im Fernsehen läuft. Trinken Tee. Ich trinke jetzt erstmal Tee. Weil. Na? Mir ist ein bisschen kalt. Und ich bin durstig. Und. Ja, bis später. So, wir machen uns jetzt fertig. Es ist 6 und ich dachte mir, ich hole jetzt noch mal so ein paar Sachen, die eben fehlen, weil ich habe die frischen Sachen heute nicht eingekauft. Und da wir uns um 7 treffen, habe ich jetzt wirklich eine Stunde Zeit. So. Immer die Zähne, wenn ich das Haus verlasse, egal wie oft am Tag. Es sei denn, es ist rauf, 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 runter, rauf, runter. Bisschen dunkel, aber da müssen wir mit leben. Es ist ja auch schon dunkel draußen, gell? Das sieht im Sommer dann wieder anders aus. Also, ich habe jetzt noch mal 2 Blattsalate gekauft, damit wir auch was übers Wochenende haben und ein paar Snackmöhren. Fehlt nur noch Paprika für mich. Morgen und willkommen zum Vlogmas-Tag 23. Und ich muss gestehen, ich bin froh, wenn es vorbei ist, weil das ist schon anstrengend, vor allem wenn man einfach nichts zu sagen und zu zeigen hat. Es ist schon 10 oder so und ich habe heute, ich weiß nicht, ob es eine Migräne wird, auf jeden Fall habe ich Fettkopfschmerzen, ich habe auch schon was geschluckt. Ich hoffe, dass das weggeht, weil sonst muss ich echt eine Migränetablette nehmen. Also richtig schick hier, hinterm Auge, einmal wieder fett sitzt das. Ja, macht keinen Spaß. So, ich werde jetzt erstmal was trinken und dann den Vlog von den letzten 2 Tagen für euch hochladen. Und mehr werde ich, glaube ich, heute auch erstmal so nicht machen. Seht ihr, deswegen gibt es nur noch 2 Tage, weil ich habe nicht mehr jeden Tag wirklich was zu zeigen, um 5 Minuten zu füllen. Okay, bis später. Das ist ja echt cool, ne? Also das war Rauch. Und zwar durch diese Kälte und diese Feuchtigkeit ist aus diesem See dieser Rauch aufgestiegen in Toulouse.
Und finde ich cool. Also sowas gibt es hier bei uns nicht. Aber schönes Wetterphänomen. Ich habe ja erzählt, ach da, hier guckt der hübsche Baum. Ich habe ja erzählt, dass ich meine Weihnachtspost verbaselt habe. Sie ist immer noch nicht auffindbar. Heute ist der 23. Ich habe also jetzt die ersten E-Mails geschickt. Und wenn ich sie an Ostern finde, dann schicke ich sie an Ostern raus. Das habe ich auch geschrieben. Ich weiß nicht, wo es abgeblieben ist. Ich habe so überhaupt keine Ahnung. Genauso wie das eine Weihnachtsgeschenk. Ich habe es noch nicht wiedergefunden. Und es macht mich crazy. Ganz extrem. Ich weiß auch nicht, wo ich noch gucken soll. Ernsthaft, ich weiß es nicht. So, null. Es war ein Geschenk für Jason. Die weiß das auch schon. Und die weiß, dass sie es zu Ostern kriegt, wenn ich es an Ostern finde. Aber ey, das nervt echt. Es nervt wirklich. Vor allem, ich habe nicht mehr Platz, um das noch irgendwo versteckt zu haben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es so null. Ich gucke Harry Potter, aber Jason, ich habe dein Geschenk wiedergefunden. Ich habe es ziemlich gut weggelegt, nämlich in meine Geschenkebox. Also da, wo Geschenkband und so drin ist, damit ich es wahrscheinlich bloß wiederfinde. Also manchmal bin ich doch schlau, aber die Post ist immer noch weg. Okay. Ich gebe es auch ein bisschen auf mit der Post. Naja, auf jeden Fall liegt jetzt alles unterm Baum und ich zeige euch das gleich mal. Und jetzt kann Weihnachten kommen. Wobei, ich habe was anderes für unseren Heiligabendabend. Und mal gucken, inwieweit sich das dann für uns so verändern wird mit Weihnachten und so. Weil ich merke, für mich verändert sich gerade eine ganze Menge. Also dieses Jahr merke ich, Weihnachten ist eigentlich nicht Weihnachten. Weihnachten, das, was wir eigentlich wollen. Und ja, mal gucken. Okay, jetzt kriegen wir ein bisschen Panik, weil das nächste, was fehlt, ist der Geldbeutel. Das ist ein bisschen schlecht. Ich laufe jetzt mal zum Auto. Ich hoffe, dass der im Auto ist, weil wenn nicht, dann habe ich gelost. Dann habe ich gelitten, dann ist alles weg. Ich war gestern einkaufen und er ist nicht in meiner Tasche. Und ich habe keine Einkaufstasche dabei gehabt. Nein, der ist auch nicht im Schlafzimmer. Badezimmer auch nicht. Ja. Also das Erste, wir gehen jetzt im Auto gucken, weil das lässt mir jetzt keine Ruhe. Im Auto unter dem Beifahrersitz. Sehr erleichtert hier. Weil da war alles drin, was ich noch habe, bis das nächste Mal Geld kommt. Das wäre echt bitter gewesen. So, jetzt entspanne ich mich erstmal und werde ein bisschen Harry Potter zu Ende gucken. Die sind schon mittlerweile ich bin beim Feuerkelch, beim ersten Turnierbeitrag mit den Drachen und werde mir vorher noch was zum Essen in den Ofen schieben.